Die Rocket Espresso Appartamento ist eine geniale Maschine für den Cappuccino- und Espresso-Liebhaber zu Hause mit einem sensationellen Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie hat ein, zwei Tücken, aber mit den richtigen Tricks holst du mit dir Top-Ergebnisse raus. In diesem Video machen wir kurz und knapp einen Espresso und einen Cappuccino und schauen uns die wichtigsten Tipps zur Zubereitung mit der Appartamento an. Los geht's! Bevor wir uns ans Zubereiten von Getränken machen, müssen wir schauen, dass unser Appartamento auch wirklich durchgängig geheizt ist. Ich mache das jeweils so, dass ich die Maschine einmal aufheizen lasse. Ich lasse dazu den Siebträger eingespannt, schaue, dass die Brühgruppe wirklich durchgängig geheizt ist. Und dann ein Top-Tipp zum Milchschaum, zur Dampfleistung. Die Appartamento ist auch eine Zweikreisermaschine. Das heißt, da ist ein einziger Dampfboiler drin. Und wenn ich den aufheize und dann gleich Milchschaum aufschäumen möchte, dann hat die nicht so richtig Power. Das heißt, beim ersten Dampf fehlt ihr so ein bisschen die Leistung. Und wie wir das umgehen können, wir heizen sie auf. Ich lasse dann für ein paar Sekunden Dampf ab. Und wir sehen, da kommt ziemlich viel Kondenswasser vorne aus der Dampfpflanze raus. Nach ein paar Sekunden schließe ich das Dampfventil wieder. Und dann lasse ich den Dampfdruck einfach wieder aufbauen. Wir sehen das vorne an der Anzeige. Die geht dann vielleicht runter bis 0,5 bar. Ich lasse sie wieder hochgehen bis auf 1 bar. Und dann weiß ich, sie hat wieder Dampfleistung. Und das hilft vor allem dann, wenn ich noch vielleicht Anfänger bin beim Milchschäumen, wenn ich da nicht so die Übung dazu habe. Und je mehr Leistung der Dampfboiler, je mehr Dampfleistung mir zur Verfügung steht, desto einfacher klappt es auch mit dem Milchschaum. So, dann geht es auch gleich schon ans Eingemachte. Nämlich das Überhitzungsproblem oder die Überhitzungsherausforderung bei der Appartamento. Wenn die Maschine lange stand, also lange aufgeheizt ist, dann hat die das Problem, dass die am Anfang, wenn ich Kaffee mache, ich spanne den Siebträger ein und ich starte meinen Bezug, dann kommt da zuerst zu heißes Wasser raus. Das heißt, sie würde den Kaffee verbrühen, den Kaffee überextrahieren. Auch das liegt wieder an der Bauform von der Maschine. Das heißt, wir haben wieder eine Zweikreismaschine, einen einzigen Boiler drin, der auf Dampftemperatur gehalten wird. Das heißt 110, 120 Grad, je nachdem. Und das Kaffeewasser, was wir zur Brühung, zur Zubereitung von Kaffee und Espresso brauchen, das geht einfach mit einem Rohr, mit einem Wärmetauscherrohr durch diesen 120 Grad heißen Boiler hindurch. Und wenn da kaltes Wasser eingangs durch den warmen, heißen Boiler läuft, im Idealfall kommt da vorne an der Brühgruppe Wasser mit geschmeidigen 92 Grad raus. Aber jetzt stand das Gerät ziemlich lange, das kalte Kaffeewasser wurde erhitzt, auch irgendwo über 100 Grad, und das führt dann dazu, dass wenn ich jetzt den Siebträger einspanne und meinen Bezug starte, dann wie gesagt der Kaffee überextrahiert, viel zu heiß gebrüht, und das führt dann so zu einer bitteren, fast schon lakritzeartigen Kaffeeextraktion. Das schmeckt nicht so gut. Wie können wir das ändern? Kurz vor dem Einspannen lasse ich bei der Appartamento wirklich lange Wasser raus. Wir sehen das dann an dem Dampf, der aus der Brühgruppe rauskommt. Und das wollen wir nicht in der Nähe von unserem Kaffee haben. Das heißt, ich beziehe da so lange Wasser, bis ich sehe, jetzt kommt wirklich wieder Wasser und kein Dampf mehr raus. Dann spanne ich ein und ziehe dann auch ziemlich schnell wieder meinen Hebel hoch, damit die Extraktion startet, und ich gebe der Maschine eigentlich keine Zeit, dass sie das Wasser überhitzen kann. Für konstante Ergebnisse mache ich es jeweils so, dass ich beim Flashing wirklich mitzähle. Vielleicht sind es bei deiner Maschine 5 Sekunden oder vielleicht nur 3 Sekunden. Ich mache das immer gleich, dass ich auch wirklich schaue, dass ich die gleiche Kaffeebrühtemperatur habe. Weil der Dampfboiler und das Kaffeewasser bei einem Zweikreiser immer irgendwie miteinander verbunden sind, mache ich es auch immer so, ich lasse die Extraktion zuerst fertig laufen, bis wirklich mein Espresso gebrüht ist, und erst dann gehe ich ans Milchschäumen. Grund dafür, wenn ich während der Kaffeeextraktion auch schon Dampf mache, dann ziehe ich eigentlich Wärme aus meinem Dampfboiler raus,
Und das führt dann dazu, dass auch die Kaffeetemperatur tiefer wird, das heißt die Kaffeebrühtemperatur, die Wassertemperatur wird tiefer und das führt dann unter Umständen dazu, dass dein Espresso sauer wird und ein bisschen unterextrahiert werden kann. Zuerst die Extraktion fertig laufen lassen, stoppen und dann geht's nachher gleich direkt ans Milchschäumen. Dann noch ein Tipp zum Milchschäumen. Ich sehe das oft bei Homebaristas gerade in Kursen, dass sie vorne am Dampfrad, die Rocket hat klassischerweise das Dampfrad vorne verbaut, dass die entweder das Dampfrad nicht genügend aufmachen, dann fehlt dir so ein bisschen die Dampfleistung. Das heißt, sobald du Milch schäumen möchtest, einmal den Dampfhahn komplett öffnen. Oder das andere Extrem, was ich auch oft beobachte, das Dampfrad wird 2-3 Umdrehungen weit geöffnet, dann ist es sicher offen. Aber wenn du dann deine Milch schäumst, du die richtige Temperatur erreicht hast und deinen Dampfhahn zumachen möchtest, dann dauert es wirklich eine ganze Zeit, bis du die 3 Umdrehungen wieder zurückgedreht hast und dann ist deine Milch zu heiß geschäumt. Das heißt einfach hier einmal komplett öffnen, vielleicht eine halbe Umdrehung, schäumen, eine halbe Umdrehung wieder zu und das war's auch schon. So, nun ist der Milchschaum im Pitcher. Einmal Latte Art gießen und voilà, fertig ist der fantastische Cappuccino. So, das waren einfache Tipps zur Zubereitung mit der Rocket Espresso Appartamento, gelten aber auch für andere Zweikreismaschinen. Hat dir das Video gefallen, dann gib uns gerne einen Daumen hoch, schreib uns deine Fragen in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video.